Und da sind wir auch wieder zu Halo Infinite Part 3. Diesmal hier, ich weiß jetzt nicht, wo wir genau sind. Ich glaube, wir sind schon auf Halo Zeta gelandet. Aber Digga, es wird gerade heftig. Jetzt haben wir Eliten am Start. Und wir haben schon in der Cutscene erfahren, dass Atriox tot ist. Ich würde gerne wissen, dann wie. Und vor allem die neue Elite. Die Schattenelite, die, wie ich die nenne. Der Jäger an sich. Ich glaube, der wird uns noch schön am Keks gehen. Ich guck mal eben, ob ich hier noch Secrets finde. Oh, das ist die Map. Okay. Das ist Kriegsschiff, da waren wir schon. Und man sieht hier die Sammelgegenstände. Ich bin überrascht. Hier wird auch noch was sein. Ich bin wirklich überrascht. Hier unsere Upgrades, die wir machen können. Okay. Vorposten, um uns Leute freizuschalten, Waffen. Okay, also es wird sehr RPG-lastig. Würde ich mal einfach mal so sagen. Ziele und die Datenbank. Wie gesagt, ein Log habe ich, aber wir schauen uns das. Oh, sowas. Barton-Audio-Logs. Okay. Wir schauen uns das alles in Ruhe an. Wenn wir dann Koop zocken. Junge, hier ist ja die Hölle auf Erden. Achtung, ein Verbandengeschwader ist auf dem Weg. Ich bin schon so gut wie leer geschossen mit der. Mit dem Kampfgewehr. Scheiße. Ja, ich höre mich immer noch nicht gut an. Aber okay. So. Alter. Ich komme immer noch nicht klar, dass ihr am Labern seid. Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Oh, 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 oh. Ganz chilly. Ich bin ein bisschen gehandicapt. Hey, Junge, 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 Junge. Also hier geht was ab. Mit meiner Taschenlampe immer. Vorsicht, Chief. Noch ein Landungsschiff in ihrer Nähe. Die Landungsschiffe der Verbanden finde ich so ein bisschen hässlich. Dieser Ort sieht aus, als würde er sterben. Sich irgendwie ans Leben klammern. Wie kann das sein? Jeder Ring ist anders. Ja. Ich sehe einen Zugang in der Wand vor mir. Oh. Reingehen, Waffe finden, dann können wir weg. Stimmt's? Boah, ich muss mich hier ganz fett konzentrieren. Einen hat's erwischt, kein Rückzug. Junge, Junge, Junge. Zum Glück kriegt man hier Muni. Zum Glück kriegt man hier Muni. Oh. Oh. Alter, wie geil war das denn? Ich war definitiv gestuckt. Habe aber nochmal übel Schwein gehabt. Alter, ich finde das Optimopti geil gemacht. Also so müssen die diese Formel beibehalten. Sie haben die vorhin echt sauer gemacht. Die Formel müssen die so beibehalten für Halo weiter in Zukunft. Ich habe auch nichts dagegen, diese neue Art von Gameplay, Storytelling, so ein Remake zu Halo 1, dass da so ein bisschen mehr so kommt. Ich meine, Halo 1 ist so gut, wie es ist, aber
Ich ist nur eine Vorstellung. Oder Halo 3 in diesem Style. Wächter. Ich bin ein bisschen gebrandmarkt, was Wächter angeht. Ich fass es nicht. Es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich, wirklich kaputt. Ich muss weiter. Hier sind Verbandenschiffe. Überall. Mist. Doch, kann es. Habe ich getan, Bro. Junge, wie abbaut. Okay, das ist neu. Ja, das ballert. Die Kiste ballert. Die Kiste, die ballert. So, da kam ich. Nehmen wir mal hier, Brute. Ich sah mich schon tot. Hör mal ein bisschen umschauen. Wen hat er jetzt mit Idiot gemeint? Guten Tag. Ich komme öfters. Oh, diese Karabiner da, bin ich kein Fan von, ne? Zack. Ist klar. Das muss jetzt schnell gehen. Schuch. Ui, ich brauche mal eben kurz ein kleines Päuschen. So, sorry für die Kurzunterbrechung. Musste gerade eben was erledigen. Der Kollege macht auch ganz schön Druck, wo? Ich liebe den Niedler. Boah, yes, Eliten. Bin so ein Fan von Eliten. Nichts gegen Brutes. Aber irgendwie mag ich die. Stimmen so geil. Das ist für alle, die vor mir kamen. Alter. Hartnäckig. Bin getroffen. Boah. Ziemlich hartnäckig seid ihr, wirklich. Tö. Boah, damit habe ich jetzt aber nicht ganz gerechnet. Ha, ich glaube, ich werde mich jetzt von dem Niedler verabschieden. Ah, ich muss jetzt warten. Schwupp. Ich finde doof, dass das Scan nicht oben ist, die Taschenlampe unten. Das wäre mir am liebsten. Ich vertue mich mal gerne. Das wird auch öfters vorkommen. Ladies and Gentlemen, ich glaube, das war die neue Stimme von Cortana. Bin nicht so der Fan von, muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt leider nicht, warum die alte Cortana nicht mehr sprechen wollte. Oder ich weiß es nicht, warum die alte Stimme nicht dabei ist. Müsste ich mal recherchieren. Auf jeden Fall finde ich das ein bisschen schade. Aber ich hatte jetzt gerade bei diesem Flüstern irgendwie so Pokémon, der Film, der erste Film, Flashbacks. Ich wüsste jetzt, Zap würde es direkt zitieren können.
diese Flüster, was am Anfang kam. Der kann das zitieren. Ich höre gerade zu viele Stimmen. Hier hätte ich Angst, dass man mich umhaut. Ich hörte echt gerade zu viele Stimmen. Ich gehe da gleich raus. Ich gehe da nicht sofort, aber gleich raus. Ach, hier ist auch noch ein Weg. Okay. Ja, ein bisschen umgucken. Und bestimmt kommst du wie bei Halo 4. Du gehst dann so einen Weg und dann zack, siehst du die Welt, alles hell. Jetzt hätte ich gerne so einen Widescreen-Monitor. Boah, ich kann aber heute auch nicht zielen. Junge, was ist mit euch los? Seit wann seid ihr so drauf? Die Mucke ist geil. Du hörst dich an wie Gollum. Ich halt auf gar keinen Fall still. Zack. Was? Wie taktisch die drauf sind. Boah, ey, ich bin auf normal, Leute, und ich merke schon, das ist ein bisschen fordernd. Will man gar nicht denken, aber ist echt so. Pfuh. Bin auf normal. Junge, ist das pervers gut. Alter, ich fass über Dead Space. Wenn ich irre. Was sind das für Dinger? Das stammt von den Blutsfiltern, oder? Ja. Hab Geschichten gehört, aber Mann, das ist verrückter als gedacht. Das könnte spannend werden. Wird man hier, Dumme Frage. Woher wissen Sie, dass das keine Falle ist? Tue ich nicht. Toll. Ich hoffe nur, Ihre Waffe ist dieses Risiko wert. Mehrere feindliche Schiffe auf dem Weg hierher. Zu viele. Uns läuft die Zeit. Wird man hier katalogisiert, wie es mal erzählt worden ist? Alter. Alter! Hey, die Welt von Halo ist einfach genial. Unbeschreiblich gut. Oh. Warum ist das Stück eigentlich abgebrochen?
Ganze 6 Monate. Wo waren Sie? Was ist passiert? Wo ist Cortana? Die abtrünnige KI Cortana ist fort. Sie wurde gelöscht. Wie? Von dir? Natürlich nicht. Haben Sie sich den Kopf gestoßen? Wissen Sie noch? Meine Aufgabe war das Betreten der Installation, imitieren Cortanas und sie bis zur Bergung einzusperren. Und Sie sollten sie zur Löschung auf die Infinity bringen. Wenn Sie es nicht waren... Na gut. Und noch etwas. Nach erfolgreichem Einsatz sollte eigentlich meine Löschroutine ablaufen. Bin noch hier. Gut. Gut? Mein Programm hat versagt. Ich sollte nicht hier sein. Sie müssen mich löschen. Nein. Nein. Ich wurde für genau einen Zweck erschaffen und dieser ist obsolet. Meine Mission ist vorbei. Es gibt eine neue. Die Verbannten wollen diesen Ring einsetzen. Das müssen wir verhindern. Erstens, was sind die Verbannten? Zweitens haben Sie vielleicht bemerkt, dass ein erheblicher Teil dieser Installation beschädigt ist. Ein Einsatz ist unmöglich. Und drittens, Sie bräuchten dafür einen Aktivierungsindex. Cortana hatte den Index. Ich hatte auch Teile davon. Etwas hat eine Löschung verhindert. Wir müssen wissen, warum. Aber das war nicht die Mission. Missionen ändern sich. Immer. Sind Sie sicher? Hast du das? Nein. Meine Entfernung hat eine Reaktion des Rings ausgelöst. Sie müssen das verstehen. Es bleibt nicht viel Zeit. Wenn du wüsstest, wie du stirbst, was würdest du dann an deinem Leben verändern? Diese Stimme, das ist Cortana. Nein, das ist sie nicht. Nur Staub und Echos. Was sagst du da? Wieso? Bloß Datenteile, die zirkulieren, bis ihnen die Energie ausgeht. Überall um uns. Heute wurde ich als gefühllose Maschine bezeichnet. Sie haben die Gesichter gesehen. 75 gesunde Probanden. Handverlesen. Perfekt für das Programm. Sie werden nicht alle überleben. Ich weiß das und habe mich damit abgefunden. Größtenteils. Bei einem Probanden hoffe ich persönlich darauf, dass er das alles übersteht. Er ist hervorragend für das Bevorstehende geeignet. Okay, ziemlich mysteriös, was jetzt abgeht. Mit der Stimme von Cortana, naja, komme ich nicht ganz klar. Wenn das jetzt heißen würde, wie sie sagte, sie imitiert Cortana, nur die Stimme ist nicht die Original-Cortana, würde ich damit noch klarkommen. Dass aber die Original-Synchronsprecherin komplett nicht da ist. Ist ein bisschen schade. Aber ich werde mal jetzt an der Stelle einen Cut setzen. Gerade so spannend, ich weiß, fies, aber ich setze einen Cut. Wem es gefällt, gerne einen Kommentar hinterlassen, auch eine Bewertung. Und vor allem besucht deutschsprachige, größte, finde ich, Halo-Discord-Channel, nämlich Halo-Dach, in der Videobeschreibung zu finden. Da findet ihr coole Dudes und andere Content-Creator. So, ich bin weg, also haut rein.